Familienhotel Adlernest im Schnalztal. Hier kümmert sich die Familie Gamper sehr liebevoll um ihre Gäste. Wir haben eines der geräumigen Familienzimmer bekommen. Da ist ein riesiges Bad dabei. Zwei riesige Schlafzimmer. Das heißt, jeder von uns hat ein eigenes Zimmer zum Schlafen. Es ist sogar ein Ankleideraum dabei, ein riesiges Wohnzimmer und natürlich auch noch ein cooler Balkon mit Blick auf die Berge. Beim Abendessen gestern hat uns Matthias, der Juniorchef des Adlernest, seine Lieblings-Trailrunning-Runde rund um die Finalspitze empfohlen. Teile davon verlaufen auf dem E5 nach Meran. Wir haben die Runde für uns noch ein bisschen angepasst und wollen noch einen Abstecher auf die Finalspitze machen. Gestartet sind wir am Stausee in Vernackt auf 1711 Metern und steigen gerade durch das Thiesental zum Niederjoch auf die Semillianhütte auf. Diese liegt auf 3019 Meter. So, wir schauen uns jetzt die Stelle an, wo wir es in Ötzi gefunden haben und gehen dann weiter auf die Finalspitze. Die sieht man da recht schön gerade schon, ein bisschen in den Wolken. Und dann gehen wir runter zur Martin-Busch-Hütte und ja, dann geht die Runde weiter. Wir haben jetzt die Fundstelle vom Ötzi erreicht und die haben dem da ein riesiges Grabmal hingestellt. Ganz gut, da unten aus dem Tal, da sind wir hinaufgekommen und wir gehen jetzt da wieder runter, dann gehen wir da hinten um den ganzen Bergzug umeinander und dann da wieder raus. Da haben wir also noch einen kleinen Hatscher vor uns. Berghasen vollkommen am Ende. Wir haben jetzt halt schon 2800 Höhenmeter auf unserem Konto und das ist die Finalspitze, wo wir waren. Dann sind wir da hinten runter und da drüben rüber, da runter, das ist jetzt alles zurück. Voll der Hatscher. Finalspitze in Rindo. Also, wir sind fertig. Das
Das Hotel Adlernest bietet für seine Gäste mehrmals pro Woche Yoga an. Und für uns war das Yoga am Sonntag nach der harten Bergtour genau das Richtige, um die Muskeln nochmal auszulockern und richtig schön geschmeidig zu bekommen. Und danach noch ein Sprung in den Pool war einfach der perfekte Abschluss für ein schönes Wochenende.